hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind hier gespawnt und da kam ein fetter Helikopter genau hier. Und also hier bei der Straße und die haben wir uns nicht gesehen, was super ist. Gut, wir sind jetzt hier angekommen. Wir wollten ja letztens den Schalldämpfer? Oder das Sturmgewehr? Irgendwo wurden wir geschnappt, ne? Hier, das ist cool. Dann werden wir erstmal hier hingehen, die Datei holen, dann da und dann da. Ich weiß, jedes Mal ist ein anderer Plan. Aber ja, ich habe ja jetzt letztens erstmal das Ganze aufgenommen, also die letzte Folge. Und normalerweise versuche ich ja eine Session zu machen. Und heute mache ich eine kleine Session, also so 2-3 Aufnahmen oder Folgen. Die Drohne ist oben. Und genau. Da sind die. Ich sehe noch einen Tango. Was genau machen die da? Ach so, das sind Bauarbeiter. Ich dachte, die sind so Randalierer. Randalierer. So. Dann nehmen wir mal die Pistole. Weil die ist sehr leise. Das ist ganz gut. Wir schauen woanders hin. So. Alles gut, ich tue euch nicht weh. Autotüren, interessant. Ja. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, ich streame jetzt auch. Oh, hi. Entschuldigung, ich muss mal dahin. Ich streame jetzt auch und bye. Ja, hier ist hier niemand. Und ja, montags und Donnerstag ab 3 Uhr. Und genau, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Warte, ich nehme erstmal das Dokument. Weiterhin zur Einrichtung zusätzlicher Beobachtungsposten zur Sicherung der Basis. Basis Jaguar ist völlig von externen Nachschub abhängig und die Schienenverbindung ist zu unsicher, um die Integrität der Basis sicherzustellen. Es sollten regelmäßig Luftoperationen durchgeführt werden. Die Sicherheit in Flor de Oro konzentriert sich zu stark auf Basis Jaguar, weshalb sofort weitere große Basen eingerichtet werden sollten. Wir sollten auf Flugzeuge zurückgreifen. Die Eisenbahnverbindung ist zu unsicher. Interessant. So, dann warte Maps, dann holen wir uns mal den Schalldämpfer. Meter. Ja, ja, ich tue ja nichts. So. Gut. Wie gesagt, der Stream montags spielen wir da momentan ein relativ ruhiges Spiel. Ein sehr schönes, wo man ein Künstler ist und auf eine Insel gestrandet ist, auf einer Insel gestrandet ist und Bilder malen muss, so grob gesagt. Das Spiel heißt East Shade und ist halt so ein kleines Spiel. Genau. Und ja, beim ersten Stream, also letzten Montag, habe ich den ersten Stream gemacht und da haben wir auch am Anfang Act It Out gespielt, war ultra witzig, da waren überraschend alles gut. Viele da, in Anführungsstrichen, also viele Zuschauer. Es waren 7 andere da und an sich für Twitch ist das echt wenig, aber für den ersten Stream
ist das super gut. Also ich habe mich mega gefreut. Genau. So, hier sind natürlich ein paar da, ne? Ah, da ist noch einer. Okay. Gut. So. Ja, und und donnerstags spiele ich, also ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir das die ganze Zeit machen, aber momentan spielen wir da, oder ist geplant, da Strategiespiele zu spielen. Und vielleicht genau, vielleicht werden wir da auch irgendwas anderes noch spielen. Mal schauen. Vielleicht auch mal so ein Shooter, also wie Wildlands, nur anders. Also ich würde kein Computerspiel spielen, das ich als Let's Play gerade mache. Das war am Anfang anders geplant, aber ja, das ist ja blöd, wenn man das wäre ja blöd, wenn man nein, niederknien, bitte. Wenn man irgendwie die letzte Folge verpasst hat und dann im Stream eben schon das ganze andere sieht. So. Genau. Wie kann ich das unauffällig machen? Das wäre eigentlich gerade ein perfekter Zeitpunkt gewesen. Das hat niemand gesehen. Die Leichen sind ja dann nach einer Zeit wieder weg, glaube ich. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Der ist jetzt wach. Ja. Schnell, in Deckung! Hä? Ich konnte gerade nichts mehr machen. Scheiße nochmal! Granate fliegt. Also, ja, lad doch nach. So. Ja, unauffällig ist was anderes. Oh.
Puh. Naja, hier sind viele Rebellen. So. Ich will doch nur den Schalldämpfer. Jetzt lass doch mal. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja. Wollte ich schon immer haben. Super. Dann hier das Futter. Und den Flugzeugding. Hoffentlich gibt es da einen Helikopter. Ich bin der Pilot. Also. Flugzeuge stehlen ist nie so gut. Nie so einfach. Weil das Landen ist relativ schwer. Naja. Ja, ja, geil. Abwehrkanonen. Verdammte Scheiße! Gut. Ausgewichen. Ha. So. Alter, ganz hinten. Junge. Wieso stehen wir das Flugzeug nochmal? Boah, habt ihr die Trailer für den Flugsimulator von Microsoft gesehen? Alter, ist der krass. Der ist halt richtig heftig. Salz, wow. Da kann man ja durch die ganze Welt fliegen, so ungefähr. Und das wird mit Google Maps synchronisiert, also könnt ihr quasi zu euch nach Hause fliegen. Und das ist halt schon krass. Ich bin sehr geneigt, das zu kaufen, auch wenn es teuer werden wird. Aber ja, ich weiß nicht. Also vielleicht wäre das dann auch was für einen Stream. Einfach mal so eine Stunde gemütlich rumfliegen. Mal schauen. Ich komme wieder von der falschen Seite, ne? Ja. Flugzeuge zu fliegen ist echt schwer. Warte, ich fliege mal so noch ein bisschen geradeaus und dann fliege ich hin. So. Was denn? Ist doch alles gut. Ja. Scheiße, das war Pax, Mann. Sieht alle Teile aus. Dann los. Melden wir den Rebellen, wo sie ihr neues Spielzeug finden.
Wupsi. Ja, naja. Wie gesagt, der Flugzeug ist dann echt schwer zu lenken. Also hier im Spiel. So, wo sind wir denn jetzt? Ah, wo ganz woanders. Wir müssen da runter. Ja, danke. Fast 10 Kilometer. Ach. Ja, sehr schön. Naja. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir das schnell hinter uns bekommen. So. Ja, ne? Und was läuft so bei euch? An sich ist, glaube ich, ein Flugzeug wirklich schneller, also ist ja realistisch. Aber Helikopter ist einfacher. Was passiert eigentlich, wenn man das Flugzeug abgibt und dann mit dem Flugzeug wieder wegfliegt? Das wäre mal lustig. Das wäre mal sehr interessant zu sehen. Oder zu sehen, also auszuprobieren. Also ich glaube da, also rechts ist, nee. Da sind wir glaube ich schon vorbei. Oder ist das die Stadt links, wo die die Flugabwehr ist? Also jetzt fände ich es sogar realistisch, wenn die uns abschießen, weil das ist ja ein Helikopter der Rebellen. Und ich finde es ein bisschen seltsam, dass sie halt die Helikopter von ihren eigenen Leuten abschießen. Okay. So, da ist auf jeden Fall ein... Ah, auch ein Helikopter, okay. Dann lande ich mal in den Wald. Oh, hier ist doch ein... sehr schöner waagrechter Stein für einen Helikopter. Sehr schön. Das ist ein Landeplatz. Gut. Dann knall ich erstmal den da oben ab. Sind da mehrere? Ich glaube nicht. Scharfschütze im Turm. Nee, der war. Aber die Luft ist rein. Sehr schön. Hier ist ein Tango. Warte, dann. Ich nehme mal wieder die Drohne. Da ist einer. Hab noch einen Tango. Sexy. Und das macht drei. Zielgesichtet. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So. Der war alleinstehend. So, da sind,
Die werde ich dann noch mal. Oh, da ist noch ein. Oh oh. Ich sehe zwei UNITA-Soldaten. Helipad checken. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Das wollen wir nicht. Oh, hinter uns kommt jetzt ein Ding. Hi, ciao. Have a nice day. Okay, aufatmen. Okay. So, da oben sind jetzt noch 5. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf die Klippe, weil High Ground ist not just a joke, it's the real thing. So. Gut, dann. Geh in Position. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Geh in Position. Bereit, auf deinen Befehl. Das war mal sexy. Sauber. Alle in Ordnung? Gut, da unten ist die Waffe. Oder der Schalldämpfer. Naja, fahr ruhig. Hier ist deine Waffenkiste. Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Geil. Ja. So, Nachschub. Hier ist echt ein geiler Ort. Also hier sind so Panzer und Entschuldigung. Und ein fetter Heli und Kingslayer-Datei. Also hier geht's ab. Ist ein geiler Ort. So, ich glaube natürlich, dass die Datei ganz oben ist. Auf dem Boden. Meinem Vater geht es gut? Si, gracias. Ich will was über Sandoval wissen. Manchmal habe ich mit ihm zu tun. Ich hörte, in letzter Zeit ist er komisch. Er trinkt mehr, ist impulsiver. Du weißt so gut wie ich, dass die Arbeit mit El Sueño sehr stressig sein kann. Sandoval wird gefährlich, brutal. Ich dachte, mit deinen Verbindungen. Hey Gonzalo, da mische ich mich nicht ein. Wenn Sandoval ein Problem wird, wird sich El Sueño selbst darum kümmern. Mhm. So. Plus 3000. Warte, brauche ich das? Warte mal, Fähigkeiten. 3000 sind 6000. Ne, ich brauche Benzin. Blendgranate, Signalpistole, Aufklärung, Autoschild, Explosionswiderstand, Truppenwiderstand, auch Benzin.
Töten effizienter. Dafür könnte ich es gebrauchen. Aber also Benzin brauche ich sehr viel, okay. Die Frage ist, wo muss ich. Feinde, passt auf. Ja, weil. Ja. Mhm. Der hat mich natürlich fast gesehen in seinen Sportwagen. Die Frage ist, wohin ich da hin muss, weil jetzt bin ich ja schon. General Barus Ex-Adjutant sitzt in einem Unidad-Gefängnis. Holen Sie ihn raus und befragen Sie ihn zu Barus aktuellem Aufenthaltsort. Ah, im Gefängnis. Sollen wir Ramos da machen mit dem Panzer? Ja, wobei. Okay, wir sind cool. Ja, schön, dass du cool bist. Hui. Ist ja gleich da. Geh mal die Straße hoch, weil wir wollen ja nicht ganz so viel Aufmerksamkeit. So kommen wieder die 10.000 Helikopter und ballern uns ab und dann müssen wir und dann spawnen wir irgendwo am Arsch der Welt ohne Helikopter und müssen irgendwie dahin. So, deswegen machen wir es, versuchen wir es wieder leise. Mal schauen, ob wir es dieses Mal schaffen. So. Aber bevor wir hier anfangen, ist die Folge auch wieder vorbei. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und, das wird spaßig. Und, ja, ich hoffe, ihr schaut mal bei meinem Stream vorbei. Wie gesagt, donnerstags. Und montags ab 3 Uhr. Den Link schicke ich nochmal oder schreibe ich nochmal in die Infobox rein. Bonks. Mhm. Und genau, dann vielleicht sehen wir uns da und wenn nicht, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Wildlands oder bei einem anderen Let's Play von mir. Danke und bis dann. Bye bye.